Guten Morgen. Guten Morgen. Schlagen wir auf unsere Bibeln in Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Hebräer 12, Verse 1 bis 2. Deshalb lasst uns nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke dir, Herr, für diesen Morgen, Herr. Danke dir, dass wir den Tag mit dir beginnen dürfen, Herr. Danke dir für dein Wort, Herr. Danke dir für das, was du zu uns zu sagen hast, Herr. Wir wollen dich bitten, wirklich ja, zu uns zu sprechen, Herr. Und dass wir offen sind für das, was du vorbereitet hast. Amen. Die Olympischen Spiele sind gerade vorbei und es sind auch noch andere Olympische Spiele da. Aber was braucht ein Athlet, was macht ein Athlet, um im Wettkampf gewinnen zu können? Er bereitet sich gut vor und er trainiert hart und dazu gehört auch, er ernährt sich gut. Genau. Und das braucht er, damit er gewinnen kann. Und hier sagt die Bibel, dass unser Leben vergleicht es mit dem Wettlauf. Und wir befinden uns hier in einem Wettlauf. Und das ist ein Glaubensweg. Das Schöne ist, Interessante ist, dass wir nicht gegen andere Mitstreiter kämpfen. Es geht nicht darum, wer der Schnellere ist, wer der Stärkere ist. Sondern das Wichtige ist, anzukommen in diesem Wettlauf. Ankommen und das Ziel, ins Ziel zu kommen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist Jesus. Und es gibt auch jemand, der versucht, uns abzubringen, der versucht, uns abzuhalten, dass wir nicht gewinnen. Und das ist der Feind, der versucht, uns zu Fall zu bringen. Und er versucht, uns zu verführen durch Sünde, versucht, uns vom Weg abzubringen und uns vom Glauben abzubringen auch. Was ist der Glaube? Lesen wir mal in Hebräer 11, ein Kapitel zurück, dem Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich hoffe was und bin überzeugt von was ich nicht sehe. Ich sehe Gott nicht, ich kann Gott nicht sehen in meinen menschlichen Augen. Und das macht den Glaubensweg nicht immer einfach. Aber genau das, dieser Glaube, das ist ein Schlüssel. Und das ist der Schlüssel für uns, fürs ewige Leben. Das können wir lesen in Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8 sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott hat uns ein Geschenk gemacht durch Jesus. Und wir können das empfangen durch Glauben. Und Römer 10, Vers 9 sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Das heißt, durch den Glauben an Jesus bin ich errettet, werde ich errettet. Und der Glaubensweg ist nicht immer einfach, ist auch herausfordernd. Manchmal gibt es Hürden zu überwinden. Manchmal wird der Weg, der wird schwer begehbar. Manchmal wird der Weg schmal und er wird eng. Und manchmal wird er ein bisschen windig und kurvig und ich verliere das Ziel aus den Augen. Manchmal geht auch der Weg wird steil und geht steil bergauf und es wird anstrengend, wirklich mühsam. Das können sein im Leben, dass manchmal Schwierigkeiten auf uns zukommen. Wir haben Schicksalsschläge in unserem engeren Umfeld oder es kommen Krankheiten oder es gibt Versuchungen oder es kann auch sein, dass es Verletzungen gibt und ich werde durch Personen verletzt, die mir sehr eng und nahe sind. Das alles sind Umstände, Gegebenheiten, die mich eventuell von meinem Glaubensweg abbringen oder die meinen Glauben schwächen. Und wie reagiere ich, wenn so eine Situation kommt? Wie reagiere ich am besten? Ich könnte einfach weglaufen,
könnt weglaufen und den Geschwindigkeiten nicht entgegentreten. Es gibt verschiedene Fluchtwege. Es kann Alkohol sein, Drogen oder andere Sachen, die mich die Realität vergessen lassen und die mir aber nicht helfen, eine Lösung herbeizuführen und die Lage nur noch verschlimmern. Ich könnte auch aufgeben, ich könnte alles hinschmeißen und sagen, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Nee. Aber was sagt uns die Bibel? Was sagt uns die Bibel zu tun? Hebräer 12, Vers 2 sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus ist der Autor und der Vollender unseres Glaubens, der Anfänger und Vollender. Und auf ihn können wir immer wieder schauen. Und von ihm bekommen wir neue Kraft, kann sich der Glauben erneuern. Und auch Jesus hatte keinen einfachen Weg zu gehen. Er hatte einen schwierigen Weg und er wusste, er musste ans Kreuz. Er wusste, er hätte Schmach und Scham erleiden müssen und Schmerzen. Und er wusste, er musste alle die Last des Sünde auf sich nehmen für uns. Aber er hat drüber hinweggeschaut. Er hat drüber hinweggesehen und er hat schon gesehen, was danach kommt. Das hat ihm Freude bereitet. Und genau das Kreuz, was er da erduldet hat, ist ein Schlüssel auch für uns. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns von den Schwierigkeiten zu befreien. Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Sieg zu erlangen und haben wir auch erlangt in ihm. Und die Freiheit der Sünde. Und eine andere Möglichkeit zu reagieren ist, Hebräer 12, Vers 1 sagt, deshalb lasst uns nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Wir müssen uns von der Sünde befreien, die uns von Gott trennt. Dazu bedarf es manchmal radikale Maßnahmen. Zum Beispiel, ich muss vielleicht mich vom Fernseher trennen oder ich muss den Internetzugang einschränken oder ich muss mich von nicht so guten Freundschaften trennen. Jesus ist da ganz klar und er sagte Matthäus 18, Vers 8 bis 9, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab, wirf ihn von dir. Ist besser für dich lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus, wirf es von dir. Ist besser für dich, einäugig ins Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Jesus ist ganz klar und ganz radikal. Wir müssen wegkommen von dem, was uns von Gott trennt. Und wenn wir mal sünden, dann besteht aber trotzdem noch ein Weg, weil Jesus hat den Weg bereitet durchs Kreuz. Und wir können zu ihm kommen, können es ihm bekennen und er wird uns vergeben. Können wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott hat den Weg schon vorbereitet und durch ihn können wir diese Sünde ablegen und frei laufen auf dem Glaubensweg. Dann sagt Hebräer 12, Vers 1 noch, dass wir mit Ausdauer laufen sollen. Der Glaubensweg mit Gott ist nicht was Einmaliges. Ist nicht, was ich auch nur vielleicht sich auch nur Sonntag beschränkt oder einige Festtage im Jahr, einige Feiertage. Der Glaubensweg mit Gott ist es was, was mich jeden Tag beschäftigt und der geht mein ganzes Leben lang.
Und dabei ist es wirklich wichtig, mit Ausdauer zu laufen. Was mache ich jeden Tag? Jeden Tag, um den neuen Tag zu begegnen, um Kraft und Energie zu schöpfen. Ich esse jeden Tag regelmäßig, ich trinke regelmäßig und ich schlafe regelmäßig. Und so ist auch ganz wichtig im Geistlichen. Und es gibt Dinge, die ich brauche, um mein geistliches Leben aufrechtzuerhalten. Ich brauche täglich Zeit im Gebet, im Lobpreis mit Gott. Ich brauche täglich Zeit, um mich vom Worte Gottes zu nähern. Und das Gute ist, sich den Tag fest einzuteilen. Als erstes morgens, wenn ich aufwache, Zeit mit Gott zu verbringen. Oder am Abend, wenn ich den Tag abschließe, vor ins Bett zu gehen, einfach Zeit noch mit Gott zu verbringen. Ein guter Bruder hat mir ein Buch empfohlen, wo der Autor beschreibt und vorschlägt, viermal am Tag sich täglich 15 Minuten beiseite zu nehmen. 15 Minuten, wo man im Gebet mit Gott verbringen kann. An sich ist das nicht lang, 15 Minuten, aber wenn man es viermal macht und das den Tag über verteilt, hat man ein konstantes Gebetsleben, konstantes Glaubensleben mit Gott. Und das Wort, das hilft uns wirklich. Das Wort Gottes hilft uns in unserem Glauben. Und Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17 sagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist das Wort Gottes, was in uns den Glauben schafft. Und das Wort Gottes, was in uns den Glauben auch stärkt. Umso mehr Zeit ich mit Gott verbringe, umso mehr ich mich von Gottes Wort ernähre, umso stärker und umso konstanter, stabiler wird mein Glaubensleben. Zu guter Letzt, in diesem Wettlauf, in diesem Weg mit Gott, sind wir nicht alleine. Wir haben Geschwister im Glauben, wir haben Brüder und Schwestern, die mit uns genau den gleichen Weg gehen und die genau den gleichen Wettlauf machen wie wir. Und wir können uns gegenseitig ermutigen. Wir können uns gegenseitig anspornen. Wenn einer hinfällt, dann können wir ihm aufhelfen. Wir können ihm helfen, weiterzulaufen und zu gewinnen. Und das Schöne ist, auch im Hebräer 12,1 sagt es, dass wir Zeugen haben im Himmel. Es gibt Glaubenshelden und Heldinnen, die den Weg schon begangen sind. Die haben schon alles zu Ende gebracht. Und die sind da. Und die sind da und feuern uns an. Und wir sind nicht allein auf diesem Weg. Und da ist auch wichtig und gut, wenn wir Gebetspartner haben. Da haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen. Da haben wir die Möglichkeit, uns zu ermutigen. Da haben wir die Möglichkeit, füreinander zu beten und die Lasten gemeinsam zu tragen. Und es ist auch gut, Glaubenseltern zu haben oder Pastoren, die uns anweisen und anleiten und uns ermutigen können. Dafür haben wir die gute Möglichkeit im Familienkreis, wo wir immer jemanden haben, der uns anleitet und für uns da ist, wenn wir Probleme haben. Wie geht es unserem Glauben? Laufen wir ausdauernd den Wettlauf mit Gott oder haben wir vielleicht gerade auch Schwierigkeiten in unserem Glaubensweg? Lassen wir uns von der Sünde behindern oder durch andere Dinge ablenken? Ist unser Glaube stark? Lass uns wirklich unseren Weg von der Sünde befreien, unser Leben, dass wir müssen frei sein davon, dass wir mit Gott zusammen sein können. Lasst uns Gott Raum und Zeit geben, dass wir durch Jesus, der Veränderer und unseres Glaubens ist, gestärkt werden. Und lasst uns mit Ausdauer laufen und unsere Geschwister, Brüder und Schwestern mitziehen, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen. Danke dir, Herr, für diesen Morgen, Herr. Danke dir für dieses Wort, Herr. Danke dir, Herr, dass du mit uns bist, Herr, dass du der Vollender bist unseres Glaubens, Herr, dass wir immer wieder auf dich schauen können, Jesus, dass wir immer wieder zu dir hochschauen können und ja, von dir neue Kraft schöpfen, Herr. Danke dir, dass du uns hilfst auf diesem Glaubensweg, dass du uns hilfst, uns von der Sünde zu befreien, Herr, dass wir alle Dinge ausräumen können,
die uns behindern auf diesem Weg, Herr. Und danke dir, dass du uns immer wieder aufhilfst, wenn wir mal fallen, Herr. Und dass du da bist, Herr, und uns anfeuerst, Herr, und mit uns gehst, Herr. Und danke dir, dass wir auch Glaubensgeschwister haben, mit denen wir zusammengehen können, Herr. Und danke dir, Herr, für diesen schönen Weg, den wir haben. Und danke dir für das, ja, für das Ziel, das vor uns ist und das wir mit dir erreichen dürfen und werden, Herr. Hilf du uns heute auf diesem Weg, Herr, dass wir wirklich mit dir konstant standhaft sind, Herr. Und danke dir, Herr. Danke dir für dieses Wort und ja, für dich, für deine Gnade. Im Namen Jesus. Amen.